Wichtige Information zum 9.11. und zu der Demonstration am 9.11. Ich wurde heute dutzende Male in der circa eineinhalb Stunden, wo ich hinterm Parlament bei der FPÖ war, angesprochen, ich soll die Demonstration verschieben und so weiter. Ich möchte ganz klar festhalten, ich bin nicht der Organisator vom 9.11. So einen Termin in dieser Art und Weise hätte es bei mir nicht geben. Ich bin jemand, der sehr professionell arbeitet, der vorher Dinge abstimmt, kommuniziert, dann braucht er nachher auch nicht zurückrudern. In diesem Sinne, das nur als Klarstellung. Und jetzt möchte ich dir was zeigen, was absolut irre ist, nämlich die Frau Bormena unterstellt den Herbert Kickl, dass er quasi einen Sturm aufs Parlament plant oder geplant hat oder befürwortet oder in irgendeiner Art und Weise mit dieser Sache zu tun hat, weil da Donald Trump war ja auch schuld damals dran. Ja. Also und jetzt müsst ihr das Video zeigen, ja, und möchte bitten, dieses Video zu teilen, auch damit jeder weiß, dass ich wirklich mit dem 9.11. nichts zu tun habe. Und jetzt zeige ich das Video und dann noch eine kurze Information hinten dran. Also, das ist die Frau Bormena, ja, und jetzt spielen wir es auf. Hingestellt, hat die Massen aufgepeitscht, hat die Menschen angestachelt, hat Unruhe gestiftet und wir alle können uns, glaube ich, noch daran erinnern, was passiert ist. Es kam zur Stürmung des Kapitols. Auch da kamen Menschen ums Leben, es wurden Polizisten ermordet, es gab Dutzende Verletzte. Auch da, alleine das Wort auch da. Viele Menschen wurden traumatisiert und das ist ein Verhalten, das in einer Demokratie und in Österreich so eigentlich nicht geduldet werden soll. Ein Verhalten, das in einer Demokratie wie in Österreich nicht geduldet werden sollte. Und Herbert Kickl kann gerne auch zu Demonstrationen aufrufen, darum geht es überhaupt nicht. Nur wie gesagt, bitte an jeden anderen Tag. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich... Herbert Kickl hat nie und FPÖ hat nie zu einer Demonstration am 9.11. aufgerufen. Das letzte Mal, wo der Herbert Kickl und die FPÖ zu einer Demonstration von mir aufgerufen haben, war vor über zwei Jahren rund um die Corona-Demos. Seitdem nie. Und diese Unterstellung, man hätte zu dieser Demo aufgerufen, man plane einen Sturm aufs Kapitol, es würde dort Tote geben. Und das ist diese Kombination von Informationen, die irgendwie zusammengehängt werden, die nichts miteinander zu tun haben, ist unfassbar und ist typisch. Typisch für irgendwelche linken, globalistischen Aktivisten und typisch für die Lügenpresse, dass sie sowas zulassen. Denn sie wissen, dass das nicht stimmt. So arbeiten sie halt immer. Und das ist auch eine Sache, wo man sich überlegen muss, kann man denen überhaupt noch irgendwas glauben? Und wenn ich Berater der FPÖ wäre, ich würde denen empfehlen, die Dame da zu klagen. Denn das, was sie da gesagt hat und den Kontext, den sie hergestellt hat, der ist ein Wahnsinn. Aber so arbeiten sie, ja. Dementsprechend, in aller Klarheit, Widerstand ist und bleibt Pflicht, auch auf der Straße. Und Informationen dazu, ganz konkrete Informationen dazu, gibt's von mir in der nächsten Woche. Immer zuerst auf YouTube. Bitte gerne kommentieren, schreib mir deine Meinung, was du von dem allen hältst. Ich lese mir alle Kommentare durch. Und alles Gute, Martin Luther.